geschätzte Damen und Herren. Freut mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und gern begrüße ich Sie im Namen des Gemeinderats zum neuen Jahr und heiße Sie dazu herzlich willkommen. Wissen Sie, welches das schönste Land der Welt ist? An Silvester hat mich im Coop eine ältere Dame angesprochen. Sie hat mich gefragt, Sie sind doch der Gemeindamann, oder nicht? Ich habe gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, ja. Sie müssen mir jetzt etwas ganz Wichtiges sagen. Ihre 11-jährige Enkelin die reise mit ihren Eltern um die ganze Welt. Und kürzlich war sie auch wieder bei ihr, bei der Oma, auf Besuch. Und dann hat die Großmutter sie gefragt, wo es ihr denn am besten gefalle. Und dann hat das Mädchen ganz spontan zur Antwort gegeben, Zevelen denkt, Zevelen ist das schönste Land der Welt. Die Dame hat dann noch nachgedoppelt und gesagt, dass sie der gleichen Meinung ist. Zevelen sei wirklich einmalig schön und sie möchte sich bei allen dafür bedanken. Gern gebe ich Ihnen die Lorbeeren weiter, denn wir sind ja alle gefordert und wir alle tragen ja unseren Anteil zum Erscheinungsbild unserer Gemeinde bei. Es ist natürlich schön, wenn man diese Komplimente bekommt an Silvester. Und ich habe mich auch über das Kompliment gefreut. Genauso habe ich mich im vergangenen Jahr über viele andere Begegnungen, Gespräche, Telefonate und dergleichen gefreut. Es sind aber nicht Glückwünsche, Karten und die Filme, die im Moment Mode sind aus dem Internet, die mich planmässig und weil es einfach üblich ist, zum Geburtstag, zum Jahreswechsel oder was weiß ich, für was für Gelegenheiten erreichen. Die habe ich auch zur Kenntnis genommen und etwa einmal auch noch ein bisschen behalten, aber die meisten habe ich relativ schnell vergessen. Bleiben Sie mir die Begegnungen, die herzlich waren, das heisst die dann von Herzen gekommen sind, unabhängig vom Inhalt. Spontane, unerwartete, emotionale Gesten, wo sicher der Absender berührt und mich als Empfänger dann eben auch berührt haben, weil sie einzigartig, authentisch und persönlich erfolgen. Ich kann Ihnen ein paar Beispiele dazu sagen. Ich hatte Besuch, ganz spontanen Besuch, ich habe nicht einmal gewusst, warum das der Name in meiner Agenda steht, ich habe es schon vergessen. Dann sind die das Ehepaar bei mir gewesen. Und dann habe ich, und ich gesehen, habe ich gewusst, aha, die sind einmal vor einem Einbürgerungsrat gestanden. Die sind extra gekommen, haben sich persönlich bedankt, wo sie beide den Schweizer Pass bekommen haben. Ich kann Ihnen sagen, das war jetzt in meinen 8 Jahren Einbürgerungsratspräsident das erste Mal, dass jemand zu mir ins Büro gekommen ist und sich persönlich bedankt hat für die Einbürgerung und auch offensichtlich Freude gehabt daran, dass es endlich geklappt hat. Dann hat sogar meine eigene Frau hat mir amtlich geschrieben, wie sehr, dass sie sich über die Sanierung des Pfäfersweg gefreut habe. Wir haben das weitergegeben und alle Beteiligten, vom Bauingenieur über den Bauverwalter zu den Mitarbeitenden der Baufirma, die haben sich noch mehr darüber gefreut. Eben darum, weil es leider nicht üblich und darum eben außerordentlich ein sogenanntes Unik ist. Dann habe ich auch noch nicht so lange her habe ich ganz einen spontanen Besuch bekommen, nicht einmal angemeldet, der ist einfach auf das Mal da gestanden. Hat mir eine Flasche Whisky gebracht. Die mich kennen, wissen, dass ich kein Whisky-Trinker bin. Hat mir eine Flasche Whisky gebracht und hat sich überschwänglich bedankt und gesagt, das sei jetzt schon noch super gewesen, wie mir unbürokratisch ihm zu einer Baubewilligung verholfen hätten. Das gibt es auch selten. Meistens ist der umgekehrte Fall. Aber es hat mich unmässig gefreut, dass der Mann extra gekommen ist und man hat ihm es angesehen. Er hat gestrahlt, wie man eben noch strahlen kann. Dann gibt es natürlich auch noch viele unerwartete Briefe und E-Mails, die allgemein für die tägliche Arbeit danken. Die sind auch schön. Die freuen einem jedes Mal, wenn man es wieder mal hört. Dann gehören zum Leben natürlich auch schmerzliche Meldungen. Heute hat jemand, der uns sehr nahe steht, hat angerufen und gesagt, dass ein Familienmitglied von ihm beim Skifahren in einer Lawine umgekommen sei. Und darum kann er leider heute Abend nicht da sein. Das hat uns sehr bewegt und sehr gerührt. Das ist auch etwas, das dazugehört zum Leben. Selbstverständlich habe ich mich auch über den Fortschritt von vielen Sachgeschäften, vom gelungenen friedlichen Zusammenleben in unserer Gemeinde mit einer gut funktionierenden Infrastruktur immer wieder gefreut. Aber die Würze von meiner Arbeit, die entsteht
durch die berührenden und die persönlichen Begegnungen mit Menschen und mit ihren Freunden. Mit ihren Freuden, die sie vorbringen, mit ihren Nöten und ihren Bedürfnissen. Damit schenken sie mir ja immer Vertrauen. Sie erwarten ja dann und meinen etwa einmal, ich könne ihnen helfen. Vielfach geht es. Etwa einmal geht es halt nicht so gut. Aber allein schon, dass jemand zulässt für Leute, die einsam sind, die emotional ein Bedürfnis haben, die sind sehr froh, wenn sie das eben machen können. Und das ist mir als Gemeindepräsident sehr wichtig und ich bin Ihnen auch immer dankbar, dass ich als Gemeindepräsident dank Ihnen das darf erleben. Young hearts are foolish. They make such mistakes. They much to give. Jetzt noch zum Rückblick und zum Ausblick. Das Jahr 2018 wird als Jahr von der Extremen in den Annalen eingehen. Zuerst haben wir Sturm gehabt, mit Starkregen, Stichwort Burglind, wie man es bei uns gar nicht kennt. Dann ist ein heißer Sommer gekommen, der dauert vom April bis im Oktober. Und damit haben wir mit einer Trockenheit müssen Bekanntschaft machen, die wir an vielen Orten in diesem Ausmaß nicht kennt haben bisher. Und auch im November haben wir noch andauernde Wasserknappheit gehabt. Jetzt ist es etwas besser, aber aufgefüllt sind die Speicher immer noch lange nicht. Da stellt sich dann schon die Frage, ob sich das allenfalls wiederhole und damit uns und alle Menschen vor eine neue grosse Herausforderung wird stellen. Weil letztes Jahr so wenig normal war, hatte ich persönlich den Eindruck, als sechs im Zeitraffer durchgerast. Kaum haben wir angefangen, ist es schon wieder vorbei. Wir stehen schon wieder am Anfang eines neuen Jahres. So wie es letztes Jahr ein außerordentliches Seefällerjahr war, wird uns auch das neue Jahr fordern und viel von uns abverlangen. Sozusagen als Weihnachtsgeschenk haben Sie vor der Weihnacht vom Gemeinderat eine Spezialausgabe der Seefeller Zeitung bekommen, wo Sie über den neuesten Stand der laufenden Entwicklungsprojekte unserer Gemeinde informiert worden sind. Als zentrales, für die Zukunft entscheidendes Projekt hat die Gemeinde im Jahr 2018 mit der Revision der Ortsplanung angefangen. Damit folgen wir unserem Leitgedanken aus dem Leitbild 2017 und gestalten aktiv unsere Räume. Wir haben im letzten Jahr das Raumkonzept erarbeitet und haben den Richtplan diskutiert und verabschiedet. Im 2019 kommt jetzt die Erarbeitung vom Rahmennutzungsplan dran. Das heisst, wir definieren, wie der neue Zonenplan und das Baureglement aussehen soll. Damit stehen Ihnen und uns, allen zusammen, die beteiligt und betroffen sind, sehr grosse Änderungen und sicher spannende Diskussionen wegen dem Paradigmenwechsel im Raumplanungsgesetz bevor. Im Juni vom letzten Jahr haben Sie mit einem klaren Votum für die dringend notwendige Schulraumerweiterung in der Gemeinde gestimmt. Die Planungen sind jetzt so weit fortgeschritten und Baubewilligungen liegen vor, dass wir im Februar 2019 mit den Bauarbeiten bei beiden Schulhäusern Talstramm und Gadretsch anfangen können.
Im März 2018 haben die klagenden Architekten die Submissionsbeschwerde gegen den Beschluss vom Gemeinderat, ihr siegreiches Projekt für ein neues Betagtenheim nicht mehr weiterzuverfolgen, zurückgezogen. Damit ist der Weg frei geworden, um das zweitplatzierte Wettbewerbsprojekt weiter zu bearbeiten. Der Gemeinderat hat das Vorprojekt im Dezember verabschiedet und zur Weiterbearbeitung zum Bauprojekt freigegeben. Voraussichtlich im März nächsten Jahr, also jetzt von diesem Jahr, werden Sie an der Urne über den Neubau des Betagtenheims Casa Sevelun entscheiden. Wir sind überzeugt, dass wir Ihnen auch hier ein ausgereiftes Projekt für Sevelen können unterbreiten, wo das Leben unserer Gemeinde nachhaltig prägen wird. Dann haben wir noch gewisse personelle Veränderungen gehabt im letzten Jahr. Wir haben Andrea Fischelmeier als neue Heimleiterin angestellt im Juni. Sie hat die Nachfolge von Markus Tisch angetreten. Dann haben Sie am 10. Juni Rudi Kühni als neuen Gemeinderat gewählt. Er hat Remco Hitzert ersetzt. Und dann einen kleinen Ausblick. Ende Februar 2019 geht Matthias Schindler, unser Grundbuchverwalter, nach einer langen aktiven Berufslaufbahn ins Privat, sprich ins Pensionierte da sein. Er wird dann bei einer anderen Gelegenheit auch noch geehrt werden. Dann haben im Dezember 2018 die Feuerwehren über die Art der künftigen Zusammenarbeit entschieden. Es soll per 01.01.2021 ein Zweckverband mit den heutigen Feuerwehren Wartau, Sevelen und Buchs gegründet werden. Das ganz kurz die Highlights, die wir hatten oder die bevorstehen. Die ausführliche Chronik, die können Sie auf der Gemeinde-Homepage lesen. Der Heini Schwendener erstellt die monatlich. Akribisch hat sogar immer die Wettergeschichte ist drin aufgezeichnet. Besten Dank für das, Heini, was du dort immer hinschreibst. Mit dem Grossprojekt haben wir einen Eckpfeiler für die Entwicklung unserer Gemeinde gelegt. Was noch fehlt, ist die konkrete Vorgehensweise auf dem Areal 3 König. Darüber wird an der Rechnungsversammlung vom März informiert über die Möglichkeiten und die konkreten Kosten für einen Dorfplatz und der Beibehaltung von dem Gemeindesaal. Die Kulturkommission wird dann darüber sagen, was man jetzt eben für Möglichkeiten hat und was die etwa kosten täten. Ich persönlich freue mich, dass man mit einer fortschrittlichen und modernen Infrastruktur die Attraktivität unserer Gemeinde erhöhen kann. Wir stehen, ob wir wollen oder nicht, wir stehen im Wettbewerb mit allen anderen Gemeinden. Und nur wenn wir ständig besser werden, bleiben wir gut. Nur wenn wir ständig besser werden, steigern wir und erhalten wir die Anziehungskraft unserer Gemeinde als Wohn-, Arbeits- und Freizeitort. Ich freue mich, alle die Vorhaben können an die Hand zu nehmen. Und ich wünsche mir dafür für uns alle die Fähigkeit, konstruktiv und sachlich auf der einen Seite ans Werk zu gehen und auf der anderen Seite auch die emotionalen, eben die berührenden Anliegen von den Einzelnen angemessen berücksichtigen können. Vielfältige Interessen und Haltungen sind in einem vernünftigen und für die Mehrheit akzeptierbaren Kompromiss zusammenzufassen und Lösungen mitzutragen, auch wenn sie nicht immer den persönlichen Wünschen entsprechen. Ohne Kompromiss, mit dem wir alle leben können, geht es leider nie. Entscheidend muss sein, dass wir das machen, was dem Gemeinwohl dient, dass wir das machen, was unsere Gemeinde als Ganzes vorwärts bringt und uns allen gut tut, als Kollektiv. Ich danke Ihnen für die Unterstützung bei all dem, was wir jetzt noch machen und gemeinsam vorhaben. I'm all about the bass, but the bass, no trouble.
I'm all about the bass, about the bass.